Mobile Pflege ist ein Bereich, der mehr denn je gefordert ist. Auf Erfolgskurs ist ein Projekt, das sich mit diesem Bereich beschäftigt und 1,5 Jahre lang Frauen in der mobilen Pflege in den Mittelpunkt gestellt hat. Analyse, Qualifizierung, Innovation. Diese Details beleuchten wir in den nächsten 15 Minuten. Sie bekommen mit, wie Pflegekräfte ihren Beruf erleben und was sie daraus lernen können. Sie bekommen mit, welche Qualifizierungsmaßnahme Führungskräfte in der Pflege stärkt, und Sie bekommen mit, wie digitale Kommunikation und Innovation neue Lösungsansätze für die mobile Pflege bringt. Viel Spaß! Auf Erfolgskurs Frauen in der mobilen Pflege ist ein Projekt, das vom ESF und vom Land Burgenland gefördert worden ist. Wir haben 3 Schwerpunkte im Projekt: Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Kompetenzen und Know-how und Innovation. Das Projekt hat im März 2019 begonnen und wird im Mai 2021 zu Ende gehen. Schwerpunkte des Projektes waren 3 Phasen. Erstens Analyse, eine umfassende Umfrage unter den Pflegekräften in der mobilen Pflege. Zweitens ein maßgeschneidertes Qualifizierungskonzept, um aus der Erkenntnis und der Analyse Pflegekräfte, Führungskräfte in der Pflege ganz gezielt zu stärken. Und drittens Schwerpunkt Innovation, ein virtuelles Zukunftsforum, um interdisziplinär Themen der Pflege zu bearbeiten und neue Lösungsansätze zu finden. Nach dem Grundsatz mobil vor stationär wurde in den letzten Jahrzehnten die mobile Pflege gefördert. Dabei wurde im Diskurs meistens im Mittelpunkt die Organisation, die pflegebedürftigen Menschen gesetzt. Sehr selten bis nie wird über Pflegekräfte nachgedacht, über ihre Wahrnehmung des Berufs. Das ist das, was wir im Projekt auf Erfolgskurs im Rahmen der Analyse gemacht haben. Wir haben uns sehr genau angeschaut, mit welchen Erwartungen Pflegekräfte in die Pflege eingestiegen sind, ob sie Teilzeit oder Vollzeit arbeiten wollen, inwieweit Kinderbetreuung für sie ein Hindernis ist oder aber die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für sie ein weniger großes Problem darstellt. In der Umfrage haben wir weiters sehr gut geschaut, ob Leadership, Führung für Pflegekräfte ein Thema ist, beziehungsweise unter welchen Bedingungen sie stärker in die Führung gehen wollen. Und wir haben mit Ihnen, oder sagen wir so, über die Umfrage von Ihnen, von Pflegekräfte, Rückmeldungen bekommen, unter welchen Bedingungen sie diesen Beruf auch weiterempfehlen würden. Erstaunlich waren die Rückmeldungen und die durchaus sehr hohe Rücklaufquote. 63% haben uns mit ihren Rückmeldungsbögen ihre Meinung mitgeteilt. 63% der mobilen Pflege haben bei der Umfrage mitgemacht und nahezu 90% der Pflegekräfte haben sich als durchaus sehr begeistert von ihrem Beruf bezeigt. Das ist ein enormes Potenzial, worauf wir aufbauen können, und das ist auch das, was wir berücksichtigt haben, als wir in weiterer Folge eine maßgeschneiderte Qualifizierungsmaßnahme entwickelt haben. Pflegekräfte lieben ihren Beruf und würden ihn weiterempfehlen. 96% der Befragten haben sich so geäußert. Der wichtigste Grund ist die Arbeit mit den Klientinnen. Das ist das, was Kraft gibt und Zufriedenheit. Persönliche Erfahrungen in der mobilen Pflege gehen in Richtung Arbeit macht Spaß, ist interessant, bereichernd, erfüllend. Vor allem wegen der Dankbarkeit der Klientinnen. Mitunter wird der Beruf als wunderschön erlebt. Entsprechend gering
ist der Wunsch nach Berufswechsel. Nur ein Viertel aller Befragten hat jemals in diese Richtung gedacht. Wesentlicher Zufriedenheitsfaktor ist die Einhaltung der Arbeitszeit. 90% melden zurück, dass die Arbeitszeit eingehalten wird. Und davon sind es lediglich 22%, die den Job wechseln möchten. 10% melden zurück, dass die Arbeitszeit nicht eingehalten wird. Und davon sind es 50%, die im letzten Jahr überlegt haben, den Job zu wechseln. 81% hat großes Interesse an Weiterbildung, vor allem wegen persönlicher Entwicklung, Austausch mit Kolleginnen und um den beruflichen Gestaltungsspielraum zu erhöhen. Wenig Bedeutung hat dagegen die Übernahme einer Führungsposition. Führung interessiert nur ein Drittel der Befragten. Wenn, dann denkt man an einer Führungsposition, um Verantwortung für das Team zu übernehmen, um den Gestaltungsspielraum zu erhöhen und Anerkennung und Zeit in der Administration sollte nicht zu hoch sein. Mobile Pflege im Burgenland ist weiblich und 40 plus. Nur 5% der Pflegekräfte sind männlich, 68% sind über 40 Jahre alt. Und über ein Drittel der Pflegekräfte übernimmt regelmäßig auch Betreuungspflichten für ältere Menschen im familiären Umfeld. Und schließlich, fast jede zweite betreut Kinder unter 15 Jahren. Die wichtigste Betreuungsform während der Arbeit sind Verwandte. Und der größte Engpass in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist die Bewältigung von Ferienzeiten. Das Qualifizierungsprogramm für Pflegekräfte, für Führungskräfte in der mobilen Pflege hat auf den Erkenntnissen der Analyse aufgebaut. Wir haben festgestellt, dass Qualifizierung besonders wichtig ist, um gut mit diesen Herausforderungen der mobilen Pflege zurechtzukommen. Das Angebot hatte als Ziel, praxisnahes Know-how zu vermitteln, gut auf die Herausforderungen einzugehen, Tools zu vermitteln, die in der Praxis leicht umgesetzt werden können. Konkret ist ein Programm entstanden, das die Themen effiziente Gestaltung von Meetings, das Thema orientiertes Arbeiten in Meetings und natürlich das Thema virtuelle Kommunikation in Teams beleuchtet hat. Ja, hallo, mein Name ist Christina Schauer, ich bin Geschäftsführerin der Volkshilfe Burgenland und wir, also die Volkshilfe Burgenland, hat eben auch an diesem ESF-Projekt gemeinsam mit der ICG teilgenommen. Warum haben wir teilgenommen? Wir sind hauptsächlich in der mobilen Hauskrankenpflege tätig und es hat eben die Herausforderungen, dass unsere Teams sehr verstreut in ganz Burgenland arbeiten. Wir mit unterschiedlichsten Berufsgruppen zu tun haben, von Heimhelferinnen bis zum diplomierten Kranken- und Pflegepersonal und natürlich auch gerade in der mobilen Hauskrankenpflege die verbleibende Zeit für Austauschgespräche oftmals leider sehr gering ist und man hier gut und effizient weiterkommen muss. Aus diesem Grund war es ein Anliegen unserer Teamleiterinnen, eben im Bereich der Gesprächsführung, der Kommunikation etwas zu tun. Und da hat sich eben dieses Angebot der ICG mit verschiedenen Workshops in diesen Bereichen angeboten. Wir haben hier versucht, eben in diesen Workshops den Fokus auf eine effiziente Gesprächsführung, auf effiziente Meetings zu legen, aber auch, wie man in konfliktbehafteten Situationen einfach gut agieren kann. Die Workshops wurden zum Teil physisch durchgeführt. Aufgrund der aktuellen Herausforderungen konnten wir dann auch auf virtuelle Workshops umstellen, wo wir zusätzliche Kompetenzen für unsere Teamleiterinnen sozusagen festigen konnten. Wir waren und sind sehr froh, an diesem Projekt teilnehmen oder zu dürfen oder eben uns diese Möglichkeit geboten wurde und freuen uns schon auf die Weiterführung des Projekts.
Was ich beim Zukunftsforum besonders spannend fand, war das Arbeiten in interdisziplinären Teams. Es waren junge Menschen vertreten, Menschen in der Ausbildung. Es waren aber auch Menschen dabei, die schon sehr lange in der mobilen Pflege tätig sind, sowie Experten, Expertinnen aus verschiedenen anderen Branchen. Somit ist es gelungen, Ideen, Erfahrungen zu vernetzen und sehr schöne neue Impulse für die mobile Pflege zu generieren. Denken wir an das Thema Chancengleichheit. Hier gilt es, das war eine Erkenntnis, viel stärker nachzudenken und zu schärfen, welche Erwartungen junge Männer oder sagen wir mal so Männer überhaupt in der mobilen Pflege haben. Und aus dieser Perspektive Stellenausschreibungen zu konzipieren. Die Veranstaltung war virtuell. Wir haben mit einer Gruppe von 40 Teilnehmer, Teilnehmerinnen gearbeitet, von 10 Uhr früh bis 19 Uhr abends. Sie sehen am Ablauf, dass es eine gelungene Abwechslung gab zwischen Plenarveranstaltungen und Kleingruppenarbeiten. Beginnend mit Check-in-Übungen, Vorstellen der Aufgabenstellung durch Fallbringerinnen und ersten Ideensammlungen. Nach einer Phase der Analyse und der Konzeptausarbeitung ging es dann am Nachmittag weiter mit Feedback-Sequenzen, um die ersten Konzepte zu schärfen. Und schließlich hat jedes Team ihre Ergebnisse präsentiert, teils in Form eines Videos, teils in Form eines Mini-Theaterstückes, wie auch immer. Um 19 Uhr hat dann die Veranstaltung ein Ende gefunden. Vier Themen standen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Erstens das Thema der Schnittstelle Behindertenhilfe mobile Pflege. Zweitens das Thema der Chancengleichheit. Drittens das Thema der Digitalisierung. Und viertens das Image der Pflege. Jedes Thema wurde in einer kleinen Gruppe bearbeitet und durch einen ICG-Coach begleitet. Natürlich erfordert virtuelles Arbeiten auch angemessene Tools. Wir haben beim Zukunftsforum mit Miro gearbeitet. Dieses Tool ermöglicht es, in Kleingruppen gemeinsam Ideen zu entwickeln. Und so war es möglich, trotz physischer Distanz im virtuellen Raum Neues zu generieren. Ich möchte mich eigentlich prima bedanken. Ich habe mir gedacht, ich schaffe das nie, da 9 Stunden dran zu bleiben und ich hätte echt wirklich viele andere Dinge zu tun. Aber es ist bei einem timegeboxten Innovationsprozess nicht möglich auszusteigen. Das habe ich mir dann irgendwie abgeschminkt im Laufe des Nachmittags. Und ich kenne so Innovationsprozesse analog und ich fand das digital noch ein Stück fordernder und finde aber, es ist wirklich gut gelungen. Es ist wahnsinnig anstrengend und danke an die Organisation auch. War sehr spannend, das jetzt auch mal digital durchzuspielen. Soweit einige Details über das Projekt. Wir haben über Analyse gesprochen, über Qualifizierung und über Innovation in der mobilen Pflege. Möglicherweise sind jetzt noch Fragen offen. Mich würde auch Ihre Erfahrung sehr interessieren. Daher bleiben wir in Kontakt.